19 Episode Nummer 5 am Start. Heute pünktlich um 13 Uhr, weil ich direkt nach der vierten Folge noch eine aufgenommen habe. Sorry nochmals, dass sie gestern ein bisschen später erschienen ist, aber nicht so viel entschuldigen, einfach machen, ne? So, heute machen wir ein Auswärtsspiel in Augsburg. Was für eine Überleitung, also wirklich, das ist schon fast Wetten, dass Schule. So, Mini ist ja verletzt, kommt in 3 Tagen wieder ins Mannschaftstraining, aber wir haben einen guten Lukas Piszczek, der ihn natürlich mindestens gleichwertig ersetzen kann, auch bei dem hohen Alter, das er noch schon hat, ist er immer noch eine krasse Wahl. Und natürlich wurde auch die heutige Folge live aufgenommen hier auf Twitch. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer möchte, kann gerne vorbeischauen. Reus ist noch nicht bei 100% und ich lasse ihn einfach erstmal nicht spielen von Anfang an. Kann man ja später einwechseln. Memphis Depay, ein Tor, eine Vorlage. Als er dann reinkam, er hat Abschluss 15. Hab gesagt Abschluss 16, aber 15 ist natürlich auch nicht so schlecht. So, Spielpraxis bei fast allen perfekt, außer Mats, Lukas und Birki. Aber was erzähle ich euch? Ihr könnt es ja selber lesen. So, der kann auch ganz gut als Box-to-Box-Spieler agieren. Bei Jude würde es mich mal interessieren, ist der auch eher ein Box-to-Box-Spieler? Hier steht es beim Metzala. Also jemand, der auch nach außen in den Halbräumen agiert, was ich auch sehr mag. Könnte man auch überlegen, wenn man ihn einsetzt, das so zu machen, auch als vertikaler Spielmacher. Das wäre auch geil, wenn man ihn als Vertikalen irgendwann mal einbauen könnte. Zurückgezogenen, vorgeschobenen. Also für mich ist jemand, ja gut, eigentlich steht der überall 2 Sterne. Ich verstehe aber noch nicht so ganz, warum hier zum Beispiel nur 2 Sterne sind. Sind das jetzt die aktuellen Fähigkeiten auf der Position, auf der Spielerrolle, die geschätzt werden? Weil früher war es ja auch nicht so, ne? Aber hat sich auch ein bisschen verändert, was ich auch schön finde. So. Okay, dann hätten wir. Dann beginnen wir mal mit dem Auswärtsspielen in Augsburg. Das erste Spiel in der Liga in der Fremde. Hoffentlich können wir direkt 3 Punkte holen. In der Realität gab es da ein 2:0. Das war wirklich eins so der Spiele. Man hatte viel Ballbesitz. Eigentlich ist aber nichts selbst herausgespielt. Und am Ende hat Augsburg auch verdient 2:0 gewonnen. Nein. Respektlos. So. Komisch, deren Starten sieht aus wie unseres. Mir gefällt das. Das sieht schön aus. So Kleinigkeiten, die finde ich einfach geil. Delaney und Brandt, die einzigen ohne Spielerbild. Okay. Brauchen wir auch noch. So, eine sehr schöne Vorschau, die ich jetzt, glaube ich, auch immer durchlaufen lasse. Oder durchlaufen lassen werde. Let's go. Auch die nächsten 3 Punkte hoffentlich. Depay direkt schon auf Delaney. Sagadou zurück. Witzel. Schöne Seitenverlagerung. Delaney schickt Haaland. Und er macht's wie in echt. Schießt direkt aufs Tor. Nur leider ohne Tor. Also das ist schon unrealistisch, wenn Haaland bei einer Gelegenheit kein Tor erzielt, oder? Ruben Vargas, ein Spiel, den ich sehr mag bei den Augsburgern. Mit etwas Glück konnte Guerrero das klären. So, da haben wir ein extrem hohes Tempo. Auch ganz gut funktioniert, als wir das gemacht haben gegen die Gladbacher. Da kamen wir mal so richtig in Schwung. Roland hat den Ball schön festgehalten. Festgemacht, eher gesagt, und zurückgespielt auf Depay. Der schickt wieder Erling Haaland. Jadon Sancho zurück auf Erling Haaland. Und ich finde, das Tor war sehr schön gespielt. Guter Laufweg auch von Erling. Spielt zurück auf Jadon und zieht direkt in die Mitte. Um dann auch dort eine gute Anspielposition zu sein. Das war intelligent von beiden. Er nimmt ihn direkt. Nicht so einfach zu verteidigen, wie ich finde. Ja, oder Johannes? Traumtor.
Das war wirklich Spielintelligenz. So. Kann ja weitergehen. Haben wir schon mal 2 Tore. Ob es am Ende 50 Tore für Haaland werden, wage ich zu bezweifeln, weil ich es gerne auch mal rotiere. Aber ich will nichts ausschließen. Jetzt haben wir schon Halbzeit. Immerhin lassen wir nichts zu. Haben die eine gute Chance reingemacht direkt. So, die 47. Minute. Erste Aktion anscheinend für die Augsburger. Sagadu klärt. Strobel wird angegriffen von Delaney, kann sie aber befreien. Erneut Strobel. Finn Bogason, von dem ich auch super viel halte. Ich glaube, wenn der nicht immer so verletzt wäre, wäre das ein richtig, richtig guter Spieler. Und Birki mit ein paar Problemchen. Also, wenn Bogason, glaube ich, nicht so häufig verletzt wäre, wie er es halt nun mal ist, dann würde er bei einem viel, viel besseren Verein spielen. Vielleicht sogar auf Champions-League-Niveau teilweise. Aber natürlich, wenn man so häufig verletzt ist, dann verliert man auch sehr viel von seinen Qualitäten. Oder schafft es halt nie, so wirkliche Spielpraxis aufzubauen über Jahre hinweg. Diese Routine, diese Frische. Viele haben das Potenzial, gut zu sein, aber leider nicht den Körper dazu. Da kann man meistens nichts zu machen, aber es ist natürlich immer schade. Piszczek mit super viel Platz. Julian Brandt, ach, verstolpert ihn. Und Rafał Bikiewicz, ein sehr, sehr guter Bundesliga-Keeper in meinen Augen. Spielt seit 2 Jahren auch wirklich auf super Niveau. Mit der beste und stabilste in der ganzen Liga in meinen Augen. André Hahn raus auf Raphael Framberger. Strobel, Geweiser. Strobel, ein guter Ball für Teil heute. Ach, eine gute, oh, was für ein Fehler. Sancho, jetzt schnell nach vorne. Delaney. Depay auf Erling Haaland. Der direkt mit Tempo. Er versucht es in meinen Augen viel zu häufig aus der Distanz. Sehen wir nach der Aktion kommt mal Reus für Depay. Eine halbe Stunde kann Marco auf jeden Fall locker spielen. Viel Platz für André Hahn. Und schlecht abgeschlossen. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen breiter stehen. So. Finn Bogason. Die war immer besser. So, sollen gerne mal mehr in die Zweikämpfe gehen. Schön gespielt auf Marco Reus. Und jetzt die Gelegenheit. Ach. Ich hab dich doch jetzt auf links eingeplant, damit du solche Gelegenheiten noch eben reinmachst. Johannes im Chat geht mit. Finn Bogason, das war zu einfach. Wieder auf Jensen, Ruben Jensen und Birki. Bei Johannes, man muss sagen, Marco Reus ist schon ein Spieler, der hat eigentlich eine super Schusstechnik, aber der hat häufig auch Gelegenheiten, wo der, vielleicht weißt du, was ich meine, wenn du häufiger Spiele siehst vom BVB, der deutlich verzieht. Das hat, glaube ich, so seine Schusstechnik, wenn er die Bälle perfekt trifft, dann sind die fast unhaltbar, aber wenn er auch nur einen Zentimeter nicht genau da den Ball trifft, wo er es braucht, dann fliegen die übers Tor. Ja, ich guck mal, wie Reus es entwickelt nach der Saison, Johannes, und noch. Oh, Jadon Sancho. Sancho, aber auf jeden Fall schon gespielt. Mal gucken, wen es dann so geben wird als Ersatz. Schulle, Finn Bogason, nein, das kann nicht wahr sein, der 87. wieder. So ein langer Ball und Finn Bogason kann ihn einfach so
An dem Wiedergekehrwitsch. Das ist doch unfassbar. Also bitte. Ja, nicht nur ärgerlich, sondern unnötig. Am Ende wäre es leistungsgerecht auf jeden Fall, aber zum zweiten Mal eine Aktion, wo einfach ein langer Ball nach vorne gespielt wird und praktisch auf der letzten Linie darf er ihn einfach annehmen. Vargas, viel zu einfach wieder. Ja klar, macht Sancho die 100%ige oder zumindest die 95%ige. Dann ist die Sache gegessen. Jensen vergisst den Ball. Die Länge auf Holland. Oh, Oxford. Mit einer lebenswichtigen Grätsche. Ja, aus und vorbei. Das erste Auswärtsspiel war, ja, mittelmäßig. Ey, war gut genug. Das ist nicht deren Aufgabe, das ist meine Aufgabe. So. Ja, das war unter Strich auf jeden Fall gerecht. Alles andere als unentschieden. Würde den Spielverlauf nicht widerspiegeln. Ja, 8 zu 8 Schüsse, 50-50% Ballbesitz. Am Ende bestimmt noch genauso viel. Genauso eine gute Passquote. Ja. Und jetzt kommt das Supercup-Endspiel bei den Bayern. Keine wichtige Partie an sich sportlich, aber prestigeträchtig. Und einen Tag später die Auslosung in der Champions League. Mal gucken, was wir dann für eine Gruppe kriegen werden. Der Finn Bogason. Ein sehr guter Spieler. Naja. Ja, natürlich, der Johannes. Muss man aber keinen Druck haben bei dieser Partie. Sahne, Gnabry, Lever, Neuer. Wir haben Depay, Sancho, Haaland. Also hört sich auch nicht so schlecht an. Ist hier die Partie eher um uns ein bisschen mehr einzuspielen. Wäre zwar der erste Titel, aber jetzt, das weiß auch jeder, nicht so aussagekräftig. Und das werde ich auch sagen, wenn ich den Titel gewinne. Das sind keine Ausreden von mir, um es jetzt schon schlecht zu reden. Ilya Zabarni. Interessanter, großgewachsener Stürmer auf jeden Fall, aber da würde ich niemanden mehr haben. Thiago Almada, gar nicht mehr so teuer. Ja, eventuell was für den Winter oder für die neue Saison zumindest. Müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen, ne? Die Bayern mittlerweile jetzt mit 6 Punkten nach 2 Partien. Die lassen nicht federn. Meine Güte, 3 bis 4 Wochen jetzt immer von Brand. Diese ganzen Verletzungen. Gavi von Barca U19 kostet mir 6 Millionen. Ja, auch das habe ich jetzt aber nicht mehr. Aber ich schaue ihn mal so aus Interesse an. Ob wir die überhaupt haben. Barcelona. Wer ist gemeint? Ah, hier, Gabi. Scouten wir mal.
bis voller Kenntnis. Na gut, Brand fehlt jetzt aber auch nur ein Ligaspiel. Weil bei 3-4 Wochen, mal gucken, ob er danach fit ist. Muss auch nicht unbedingt der Fall sein. Wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen fehlen. So, da wären wir auch. Marco Reus kann also ohne Probleme spielen. Dafür Brandt aber nicht. Nehmen wir Jude. Meunier wieder. Na, da beginnt auch natürlich direkt. Dann nehmen wir mal Akanji für Sagadu. Marco Reus für Memphis. Zu viel rotieren will ich natürlich auch nicht. Man soll es ja nicht herschenken. Sind Erling Haaland. Durch alternativlos. Links eventuell Schulz. Ich vergleiche ihn mal genauer mit Guerrero. Aber ich bin natürlich ein großer Fan vom Portugiesen. Nico Schulz. Defensiv ist er natürlich besser, schneller. Guerrero hat offensiv seine Qualitäten. Aber ich denke mal, wir werden heute eher sowieso ein bisschen in die Defensive gezwängt. Also könnte Schulzchen, der Nico, auf jeden Fall eine gute Alternative sein. Hat in der Realität auch bei uns jetzt nicht unbedingt die größte sportliche Zukunft, aber für das ein oder andere Spiel auf jeden Fall gut. Und ich finde auch ein recht sympathischer Kerl. Holt euch den Deal, genau. Hummels richtig beflügelt hier, das ist doch schön. So. Mit Douglas Costa, Müller, Goretzka. Kimmich als Rechtsverteidiger. Pavard dafür im Zentrum. Und wir haben jetzt 11 Spieler mit echtem Gesicht. Immerhin. Immerhin das. So. Deren Stadion sieht auch aus wie unseres. Unglaublich. Also wenn ihr irgendwann beim Football Manager, vielleicht wann auch immer in 10 Jahren oder keine Ahnung wann, versuchen auch realistischere Stadien einzubauen oder mehrere, wäre das auch natürlich cool. Oder wenn man zum Beispiel ein Stadion ausbaut oder halt die einzelnen Größen von, man einen Unterschied erkennt zwischen einem 5000 Zuschauer fassenden Stadion und einem mit 10.000. Das wären auch so Kleinigkeiten, die ich geil finden würde. Aber natürlich, ihr seid jetzt immer billig. In der Entwicklung. Haaland zieht in die Mitte. Kaum zu stoppen. Zweiter Ball für uns. Witzel mit einem ärgerlichen Ballverlust. Jetzt Leroy Sané. Mit links. Seinen starken Fuß. Realistische Starten gibt es als Mod. Oh, cool. Hallo. Aber das ist ja aus Copyright-Gründen. Keine Mods und so weiter benutze. Ja, auch wenn die vielleicht offiziell ist oder abgesegnet. Tolisso, nee. Also bitte. So einfach muss man den einfach aber auch nicht wirklich machen. Das ist unnötig. Das ist auch ein bisschen Glück, dass der Ball genau wieder zurück zu Tolisso kommt, aber. Das war zu einfach. Bin trotzdem mal auf Konter. 15 Schüsse, das ist natürlich nicht so gut.
Bellingham. Sancho mit einem schmerzhaften Ballverlust. Und Sané ganz alleine zum 2:0. Ja, ist klar, man kann auch ein bisschen angreifen, zumindest ein bisschen geht. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass sie mehr in die Zweikämpfe gehen sollen. So auskontern lassen, auch wenn es die Bayern sind, geht nicht. Aber man muss schon sagen, lieber Sané scheint nicht ganz so langsam zu sein. Er ist frisch und kaum zu halten, jetzt auch wieder. Wie gut ist der bitte? Ist das Messi 2.0 oder was? Vielleicht auch mal wieder eine Aktion für uns. Also eine, die nicht zu einem Konter führt, was gleichbedeutend ist heute mit einem Gegentor. Bitte. Das wäre ganz gut. Das würde ich feiern. Und wieder. Thomas Müller. Das war schon rausgespielt. Oh, Sancho. Gerade noch so geblockt. Quasi gestoppt. Und am Ende kommt immer ein Konter für die Bayern. Und wahrscheinlich ist das 3:0. Lewandowski wieder ganz einfach. Leo Sane wieder ganz einfach. Schon mal was von Defensivarbeit gehört. Ich muss mich ein bisschen weiter zurückziehen. Das geht mir zu einfach. Und Sahne so unfassbar schnell. Wie die uns auseinandernehmen. Das ist doch nicht wirklich unser Anspruch, oder? Dass das nichts wird, das glaube ich auch, Johannes, aber es ist nicht schlimm. Es ist immer noch so, dass wir wenigstens Spielpraxis sammeln können. Trotzdem darf man doch nicht so einfach das hier hergeben. So. Jetzt Depay für Marco und Gio für Jaden. Thomas Delaney für Axel. Ich gucke trotzdem jetzt schon auf das Spiel gegen Freiburg. Die können jetzt einige sagen, ja, aber nicht so früh hergeben, die Partie. Einmal ein gewonnener Zweikampf von der Hut. Spielen wir jetzt mal offensiver. Einfach so aus Versehen reingeklickt. Überraschen wir mal die Bayern. Immerhin 9 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Noch keine Chance für die Bayern. Oder zumindest keine Highlight-würdige. Oh, Meunier gegen Lewandowski. Reina. Reina. Gio Reina in die Mitte. Zu Douglas Costa und wieder Konter. Dass das ein Elfer ist, das sollte klar sein. Oh cool. Hat es auch neu. Zum ersten Mal Entscheidung, Elfmeter gegeben. Ich meine, musste Schiere nicht mehr wieder immer nach oben laufen, nach unten und dann runter. Das geht auch ein bisschen schneller. Lewandowski 3:0. Ja, Johannes, das war wirklich unnötig. Wie wir da in den Zweikampf gehen. Reini. Meunier
Wäre zwar auch auswechselwürdig, aber dann kann natürlich Piszczek spielen gegen Freiburg. Na, es bleibt lieber doch bei vorsichtig. Jetzt gewinnt ihr zwar, ihr Bayern, ne? Aber wartet paar Monate, paar Saisons, wo ich meine Mannschaft mir zusammenstelle. Und dann reden wir nochmal, ja? Und dann reden wir nochmal, Freundchen. Hier, meine Freunde, hier, passt auf. Trotzdem eine 94%ige Passquote. Das ist auch nicht so schlecht. Also eigentlich kommt alles an. Das, was sie machen wollen, kommt auch an. Merkt man auch. Ist Marc Rocker im Spiel? Oder aber war ganz halt im Spiel, ich hab's gar nicht gemerkt. Leo Sahne. Kann der nicht raus? Geh raus, Leo, bitte. Ich hatte dich zwar ein paar Saisons im letzten FM, ne, aber so gut warst du da auch nicht. Also auf jeden Fall nicht so gut wie hier. Der Joshua Lewandowski 4 zu 0. Ungedeckt, ja. Das, ich habe gemacht, enger decken. Das sah nicht so sehr eng aus. Also. Vielleicht ist heute Gegenteiltag. Ich weiß es nicht, ne? Überhaupt nicht in die Zweikämpfe gehen. Sehr breit stehen. Na, peinlich nicht unbedingt, ne? Gegen Bayern kann man so hoch verlieren. Auch als Dortmund, finde ich. Wenn die mal so richtig gut drauf sind. Dann sieht man ja auch in der Champions League, was sie mit anderen Top-Teams machen. Es ist trotzdem ärgerlich. Paul WWE, Moinsen, Pauschen. Oder Pauschen Panther. Ich nenne jeden Paul, der hier reinkommt, Pauschen Panther, also nicht wundern. Na, immerhin waren wir genauso gut wie in der ersten Halbzeit. Das ist doch auch schon mal ein Gewinn. Da gut raus. Dankeschön, Dankeschön für dein Follow, Paul. Applaus für Paul. Und Davis, Applaus zum 5 zu 0. Keine Sorge, Paul, nicht jede Partie sieht so aus. Aber irgendwie. Ja, kriegen wir es nicht so ganz gebacken heute gegen die Bayern. Im Supercup. Aber ich habe den Münchner schon mal gedroht. Ja, ein paar Saisons. Und dann sind wir ganz oben. Ja, Johannes, nicht unser Tag. Sagen wir mal so. Gut. Nee, das gucke ich mir nicht an. Aggressiv. Inakzeptabel, auf jeden Fall. Gut, meine lieben Zuschauer auf YouTube, das war's für heute. Auf Twitch geht's immer noch weiter. Wadenmuskel, Moinsen. Ich moderiere gerade nur für YouTube ab, also ihr könnt weiterhin hier live dabei sein. Wir sehen uns dann morgen hier dann mit dem Spiel zu Hause gegen Freiburg, wo wir uns hoffentlich ein bisschen rehabilitieren. Also 5-0 werden wir da hoffentlich nicht verlieren. Das wäre zu Hause vor allem gegen Freiburg. Vor allem Respekt. Also, schönen Tag noch. Ich muss das ein bisschen verdauen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.